Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Da ist jemand besessen. Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Das war schnell. Ich muss mich umsehen. Dann suchen wir nach dem Lager des Wichters. Wenn wir direkt ins Haus einbrechen, da gehen wir erstmal drumherum. Schmutziger Brief. Ah ja. Ich hab grad keinen Bock zu lesen. Ich weiß. Jetzt gibt es ein kleines Tutorial, wie ich das Menü öffne. Danke dafür. Das wusste ich ja noch gar nicht. Was für ein Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Zeig dich, du Wicht. Kein Löffel soll dich sättigen. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Der Löffel ist ein Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Wir haben nicht zufällig einen passenden Löffel dabei. Fleckiges Tagebuch. Okay, jetzt haben wir das Tagebuch des Wichts. Interessant. Aber wir haben Holzlöffel dabei. Vielleicht. Der Löffel ist ein Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Löffel, 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 Löffel. Mit sehr viele Löffel zu bieten. Ein zerschlagener Spiegel. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Aha. Dann gehen wir mal nach rechts. Ignie vorbereitet. Trank noch drauf auf dem Schwert. Nein, natürlich nicht. Skelette. Die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Rechter Arm abgebissen. Alle Zähne ausgeschlagen. Jemand wollte ihn gewaltsam füttern. Mhm. Hals gebrochen, Schädel eingeschlagen. Mit einem schweren Objekt. Keine Klauen. Und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Interessant und brutal. Noch mehr Löffel. Ein Frauenname ist in den Holzlöffel geschnitzt. Romantisch. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Ah, ja.
Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Wie geht's runter? Es hat hier irgendwie so ein bisschen. Was sind die tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus? Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. Sehr viele Löffel. Wir können Löffel verkaufen, wenn wir hier raus sind. Da ist der Kessel. Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Der Wicht, der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. Schöne Rüstung. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Kann man auch nicht tragen. 83er Rüstung. 220er Rüstung. Ist nicht schlecht. Stufe 39. Okay. Warte, wir haben doch hier Backup da was. So. Dann habe ich das falsch ausgerüstet, was einiges erklärt. Hier Marionette ausgestattet. Rüstungsschmelze. Und das hier. Taschen können wir zusätzlich noch ausrüsten. Dann tja. Sieh dir den Kessel an. Das triggert bestimmt gleich den Bosskampf. Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten, sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. Vielleicht nicht direkt am Eingang. Der Schrank ist ein gutes Versteck. Aus.
mach die Suppe. Den Fluch aufheben. Wir brauchen die Speicher. Ich hoffe, das geht irgendwie danach noch. Ich hoffe, wir haben damit nicht die Pest verkackt. Ich tu dir nichts. Ich will dir helfen. Ich habe die Worte des Fluchs gelesen. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhebt. Du wolltest Leute herbringen und zwingen, deine Tischgäste zu sein, nicht? Ich bin jetzt dein Gast, dein freiwilliger Gast. Noch etwas für Regis. Aha, nicht zu kommen. Und jetzt bist du. Süß. Ich muss mich an die genauen Worte erinnern. Der Fluch lautete: Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen, kein Löffel soll dich sättigen, nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wünschen. Aha. Löffel tauschen, würde ich sagen, oder? Du suchst seit Jahren nach dem richtigen Löffel, stimmt's? Flüche können tückisch sein. Vielleicht ist es so, dass du nur nicht mit deinem eigenen Löffel essen kannst. Darum haben wir getauscht. Aha. Schmeckt scheußlich, die Suppe. Etwas stimmt nicht. Habe ich was verpasst? Hör zu. Ich stehe jetzt langsam auf und durchsuche das Haus nochmal. Bleib hier und bleib zu mir. Ganz ruhig. Wir brauchen noch einen Spiegel. Verdammt, nicht geklappt. Ich habe dieses üble Zeug umsonst gegessen. Die Suppe für Regis habe ich immerhin. Für den Wicht kann ich wohl nichts tun, außer ihn niedermachen. Ich muss im Spiegel wohl in seinen eigenen Müll aufmachen. Oha. Haben wir hier noch? Haben wir noch? Ignie. Ignie haben wir ausgerüstet. Kurz mal Spiel speichern. Nicht, dass wir es nachher bereuen. Und hoppala. Den Gegner besiegt. Schade, dass wir ihn nicht retten können. Der sah so süß aus am Tisch. Auch eine hässliche. Ah.
Oha, das war so klar. Heilung. Schnell weg hier. Na komm, den kriegen wir doch. Zuerst mal heilen. Der Löffelsammler. Vielleicht können wir ihm einen Hasen geben. Hat er zwei neue Löffel. Verdammt, ich stecke in den Löffeln fest. Das war sehr gut. Das war schlecht. Die Speicherdrüse haben wir. Und Stufe 39. Fantastisch. Und hier wieder zu Regis. Jetzt können wir die Rüstung ausrüsten. Warte mal, 220er Rüstung. So eine 10er Rüstung. Naja. Ich finde sie hübscher. Bei 210 und 220, da kommt es eh nicht mehr drauf an. Können wir noch ein paar Löffel mitnehmen? Ich will irgendwo einen Löffelhändler. Okay, dann mal zurück zu Regis. Los. Galopp, Plätze. Und hinfort. Verbände! Verbände! Auf gar keinen Fall. So.
Einsam reitet er durch die Nacht. Hexer. Es war so klar, dass wir es nicht mehr die Brücke schaffen. So, dann grase mal ein bisschen Plätze. Geh dir mal hier rein. Auf zu Regis. Ja. Wo ist denn der Vampir? Hier ist er. Ob man aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann? Du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Geralt. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Aha. Hast du mir deine Spione hinterhergeschickt? Meine Beobachter. Wäre etwas schiefgegangen, hätte ich rasch eingreifen können. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Und das ist sehr gefährlich. Wieso gefährlich? Du bist doch dann auch du selbst, oder? Ja, aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon dran. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Die Einzelheiten sage ich dir noch. Ja. Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Teshamutna, ein altes Vampiranwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Ja. Teshamutna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual, eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahakma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben. Aber es war nervtötend. Verzeih den Vergleich, aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahakma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Teshamutna wurde Daria in eine Folterkammer eingerichtet. Das ist schon... Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteor. Ist schon nicht ohne. Kahakma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden.
Keine Zeit zu verlieren. Tisha Mutner, bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Gallone. Bist du von Sinnen? Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Aha. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit, nach Tesha Mutnan zu gehen. Mir dreht sich der Kopf und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Wir sind da. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Und du weißt, was du tust? Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte. Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Ja. Geh voran. Platzer, wir müssen nahe ihrer Fressstelle sein. Stimmt. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Hinter dieser Wand liegt ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann, und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Was zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Eine gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort, den wir sahen. Wir looten hier mal ein bisschen. Menschenhaltung und Pflege? Kein Witz. Der Autor hat Menschen und ihr Verhalten studiert. Über die Jahre hat er sie gezüchtet. Oh, Wurstung. Moralisch fragwürdig, sicher. Aber 230 Rüstung, meine Güte. 87 Rüstung. Das ist nicht schlecht. Leider keine Handschuhe. So, hier haben wir Ortezeichen. Fantastisch. Sauber gearbeitet.